Ja, Deutschland soll sich ja wieder mehr in der Welt engagieren, auch militärisch. Denn wir marschieren ja jetzt nicht mehr wie früher einfach so irgendwo ein. Nein, wir übernehmen Verantwortung. Ab 5.45 Uhr wird zurückverantwortet. Und Joachim Gauck ist immer dabei und hält als Militärseelsorger eine neoliberale Predigt. Wenn Sie wissen wollen, was der deutsche Kleinkunstpreisträger 2014 dazu sagt, bleiben Sie dran. Hier ist Hagi Butzko. Sag mal, kann mir mal jemand sagen, wo sich unser Bundespräsident Joachim Gauck die letzten 6 Jahre rumgetrieben hat? In welchem Paralleluniversum der gewesen sein muss? Vor 6 Jahren ging die amerikanische Bank Lehman Brothers pleite, worauf Milliarden von Steuergeldern in die Bankenrettung gepumpt wurde, was ganze Volkswirtschaften in den Ruin und die Radikalisierung getrieben hat. Und die Ideologie, die für diesen Wahnsinn verantwortlich ist, nennt sich neoliberal. So, und dann stellt sich unser Bundespräsident hin und sagt, der Begriff neoliberal ist zu Unrecht negativ besetzt. Ich weiß nicht, in welcher Realität sich dieser Mann befindet, aber für sowas musste Christoph Dau mal eine Haarprobe abgeben. Nur mal zur Erinnerung. Erst haben die Banken über ihre Verhältnisse gelebt. Und weil Europas Steuerzahler zu deren Rettung ihre Haushalte strapazieren mussten, sagen die Banken, die Europäer hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Und wenn Joachim Gauck sagt, der Begriff neoliberal sei zu Unrecht negativ besetzt, stellt er sich dadurch auf die Seite der Banken und macht auf diese Weise den Bock unter Umgehung des Gärtners direkt zum Landschaftsarchitekten. Nur wenn der Gauck so ein Freiheitsfetischist ist, warum gilt es dann nur für die Märkte? Warum nicht auch fürs Internet? Gut, für Auslandseinsätze der Bundeswehr soll es auch gelten. Ja, hat der Gauck ja auf dieser Münchner Waffenmesse, Sicherheitskonferenz, hat er gesagt. Ne? 65 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik möchte der Gauck wieder international militärisch mitmischen. Es waren schon immer die Redenschwinger, die das Leben anderer Menschen aufs Spiel setzen wollen. Sehr geehrter Herr Gauck, ich habe einen Vorschlag. Kampfeinsätze von deutschen Soldaten im Ausland, einverstanden, aber unter einer Bedingung. Sie marschieren persönlich vorneweg. Und zur NSA-Affäre hat er ja auch was gesagt. Wir beschweren uns zu Recht, wenn unsere Verbündeten bei der elektronischen Gefahrenabwehr übers Ziel hinausschießen. Ey, Gauck, 80 Millionen Menschen werden in diesem Land überwacht. Wie viele von denen sind das Ziel? Mal ehrlich, wenn es stimmt, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sei und ich mir dann den Gauck anhören muss, da frage ich mich, warum muss der Schöpfer an dem Tag einen in der Krone gehabt haben? Als es um das Handy von Frau Merkel ging, da war die Aufregung groß. Hat sie selber gesagt, das Handy der Bundeskanzlerin abhören geht gar nicht. Was ist das überhaupt für eine Sprache? Geht gar nicht. Wenn Willy Brandt oder Franz Josef Strauß das hören könnten, die würden rücklings von der Wolke kippen. Je nachdem, wo sie gerade sind. Beim Strauß kann ich mir auch vorstellen, der kippt rücklings vom Kesselrand. Aber beim amerikanischen Geheimdienst war man ja auch sofort entsetzt, habt ihr schon gehört. Die deutsche Kanzlerin sagt, geht gar nicht, um Gottes Willen, ja was machen wir denn jetzt? Haben sie Abteilungschefs zusammengerufen, schon gehört, die Kanzlerin sagt, geht gar nicht, um Gottes Willen, ja was machen wir denn jetzt? Dann haben sie alle Abhörprotokolle aus dem Druck angelassen, die Kanzlerin sagt, geht gar nicht, doch, geht. Und wo ist eigentlich das Problem? Der amerikanische Geheimdienst hat halt im Handy der Kanzlerin nachgeguckt, welche Überzeugungen, Standpunkte und Inhalte unsere Bundeskanzlerin vertritt. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden. Es wurde nichts derartiges bei Frau Merkel gefunden. Eine spannende Frage lautet, welche Rolle eigentlich der deutsche Geheimdienst gespielt hat, der BND. Hat davon Albin nichts gewusst, dann könnt ihr ihn auflösen. Hat das gewusst und der Merkel nichts gesagt, dann auch. Welche Variante trifft wohl zu? Was meint ihr? Kleiner Tipp, der BND sitzt in Pullach, das ist bei München. Was werden die wohl immer gemeint haben mit O-Zapft is? Ja, also Und wenn ihr wissen wollt, wie die Leute drauf sind, die in den Geheimdiensten arbeiten, der Chef der NSA hat mal gesagt, das einzige Problem ist, dass die Medien über diese Spähprogramme berichten. Das ist falsch, wir müssen das stoppen.
Da äußert sich ein Demokratieverständnis, hä? Da wundern sie sich, dass dieser Edward Snowden lieber bei Wladimir Putin im Asyl sitzt, als bei Barack Obama in einem Verhörraum. Was die Frage nach sich zieht, in was für einer Welt wir eigentlich inzwischen leben, wenn die halbe Menschheit mit einem Staatsfeind sympathisiert, der sich vor einem Friedensnobelpreisträger verstecken muss. Und ich meine, wenn der Begriff Freiheit nur noch eine Fassade ist, dann habe ich damit kein Problem. Man sollte nur so konsequent sein, unsere Staatsform umbenennen. Von Demokratie in Dekokratie. Denn das eigentliche Problem ist noch gar nicht angesprochen worden. Das eigentliche Problem ist dieser Panoptismus. Wer mehr Bildung will, muss auch Klugscheißer ertragen. Panoptismus ist, wenn der Bürger nicht weiß, wie er kontrolliert und überwacht wird, beginnt er ganz unbewusst, sich ein bisschen anzupassen und zurückzuhalten. Jetzt braucht es aber für die Entwicklung einer Gesellschaft Querdenker, aus der Reihe Tänzer, gegen den Stromschwimmer. Und wenn solche Leute auch anfangen, sich anzupassen und zurückzuhalten, droht uns auf mittlere Sicht das kollektive Siechtum. Oder mit anderen Worten? Die Datenschnüffelei der Geheimdienste in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist der Anfang vom Ende der Freiheit in dieser Grundordnung. Und das ist doch der Satz, den ich von Joachim Gauck gerne schon längst mal gehört hätte. Ich auch. Hagi Wutzko.